Hallo sehr geehrte Abonnenten und Zuschauer und willkommen zu einer neuen Folge Mythen und Legenden. Jeder Schauspieler hat den großen Traum, eines Tages ins Hollywood zu kommen und sehr populär zu werden, genau wie es die anderen Filmlegenden auch geschafft haben. Doch ab und zu gehen diese Träume leider nie in Erfüllung, sei es weil Hollywood mit dem Schauspieler nicht zufrieden ist, er nicht gut genug ist, etc. Doch ab und zu kann es auch auf die mysteriöse Weise passieren. Heute möchte ich euch über das Verschwinden von Tammy Lee Leppert erzählen. Tammy Lee Leppert war ein Model, Schönheitskönigin und außerdem auch eine Schauspielerin. Bereits in ihren jüngeren Jahren nahm sie an den Schönheitswettbewerben teil und gewann sogar mehrere Auszeichnungen. Später bekam sie ein paar kleine Rollen in Filmen wie Scarface, wo während der Kettensägeszene Manny im Auto wartend sitzt und versucht, eine junge Dame für sich zu gewinnen. Das war Tammy. Sie hatte auch einen Auftritt im Film Spring Break, für dessen Poster sogar der Körper von Tammy benutzt wurde. Sie hatte auch vor, in Hollywood große Karriere zu machen. Alles sah gut für sie aus. Große Pläne, große Karriere, sicheres Fame. Doch nach den Dreharbeiten von Spring Break passierte etwas mit Tammy. Tammy ging nach den Dreharbeiten zu einer Wochenendsparty. Nach der Party kam sie dann nach Hause und laut dem Freund von Tammy, Wing Flanagan, wurde sie dann zu einer komplett anderen Person. Eine Person, die laut Wing sie niemals davor war. Sie wurde sogar paranoid. Während den Dreharbeiten von Scarface kam Tammy überraschenderweise wieder nach Hause. Laut ihrer Mutter war Tammy in großer Panik und sie hatte ein Gefühl, dass sie jemand verfolgen und umbringen könnte. Sie hat sogar wenig gegessen und getrunken, aus Angst, dass jemand sie vergiften könnte. Das Einzige, was sie mitteilte, war, dass sie auf der Wochenendsparty etwas so Grausames gesehen hat, was sie nicht hätte sehen sollen. Ab und zu passierte auch, dass Tammy vor Panik schrie und immer sagte, dass jemand sie umbringen könnte. Das Verhalten von Tammy war für ihre Mutter sehr komisch und später nahm sie Tammy zum Arzt, um zu prüfen, was mit ihr nicht stimmte. Nach 72 Stunden Untersuchung gab der Arzt dann später bekannt, dass Tammy weder Alkohol noch Drogen benutzt hat und alles eigentlich mit ihr in Ordnung war. Am 6. Juli 1983, den Tag nach dem Besuch beim Arzt, ging sie aus dem Haus und stieg in das Auto ein, wo ihr Freund Keith Roberts schon auf sie wartete. Ihre Mutter merkte auch an, dass Tammy das Haus ohne die Haare fertig zu machen verließ, was sie üblicherweise nie tat. Beim Fahren erzählte Tammy Keith, dass sie Angst hat, dass jemand vorhat, sie umzubringen, dass sie nachts mit einem Messer unter ihrem Kissen schläft und dass sie so weit wie möglich ausreisen will, um ein neues Leben zu schaffen. Keith versuchte sie irgendwie zu beruhigen und zu überreden, weiterzumachen. Aber es kam zu einem Streit und Tammy stieg aus dem Auto am Cocoa Beach aus. Das war das letzte Mal, dass Tammy lebendig gesehen wurde. Ab da verschwand sie wie ein Geist und wurde nie wieder gesehen. Nach ihrem Verschwinden alarmierte die Mutter die Polizei und sie begann mit der Suche. Keith wurde am Anfang als der Hauptverdächtige gestellt. Jedoch gab es keine großen Beweise gegen ihn, dass er es war. Und er selbst sagte auch, dass er es nie vorhatte, Tammy zu entführen. Die Mutter jedoch teilte mit, dass Tammy Angst vor ihm hatte. Ein Detective bekam später ein paar anonyme Anrufe von einer Frau, wo es ihm mitgeteilt wurde, dass Tammy wohlauf und gesund sei und dass sie jetzt eine Karriere als Ärztin macht. Doch diese Anrufe wurden nicht seriös aufgenommen. Die große Frage ist natürlich, was ist mit Tammy passiert? Und was hat sie auf der Party gesehen, was sie nicht hätte sehen sollen? Eine sehr bekannte Theorie besagt, dass auf der Party möglicherweise ein Drogentausch, Geldwäsche, Mord oder sogar ein organisiertes Verbrechen stattgefunden hat. Und Tammy wurde die Augenzeuge einer sehr schrecklichen Straftat,
bei der auch möglicherweise sehr mächtige Personen verwickelt waren. Ein Privatdetektiv merkte auch an, dass die örtliche Polizei auf sehr komische Weise sehr wenig für den Fall im Verschwinden von Tammy getan haben. Eine andere Theorie behauptet, dass Tammy Opfer von Christopher Wilder, dem Beauty Queen Killer, wurde. Zu der Zeit war Christopher aktiv und er tötete 9 Frauen von Florida bis zu Kalifornien. Die Familie von Tammy beschuldigte Christopher auf den Verdacht des Mordes an ihrer Tochter. Doch bevor die Anklage durchging, starb Christopher bei einer Schießerei gegen die Polizei. Die Mutter von Tammy sagte, dass sie auch denkt, dass Tammy Zeuge eines Drogentauschs wurde und dass sie es als Augenzeuge gesehen hat, wurde sie umgebracht. Bis heute ist es nicht komplett klar, was mit Tammy Lee Leppert passierte. Es gibt sehr viele Theorien, aber es reicht einfach nicht aus. Man könnte schon denken, dass das, was Tammy auf der Party sah, wirklich etwas mit Kriminalität oder Verbrechen zu tun hat. Und das könnte vielleicht auch ihre Paranoia auch erklären. Aber wie gesagt, genaueres wissen wir nicht. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl, dass wenn man den Film Scarface anschaut und die Szene sieht, wo Tammy am Auto von Manny steht, dann weiß man, dass diese junge Dame ein paar Tage später verschwinden und nie wieder gesehen wird. Seit 36 Jahren ist der Fall nicht aufgeklärt und es ist bis heute nicht klar, was mit Tammy Lee Leppert passierte. Eine junge Dame, die eine große Karriere und große Zukunft vor sich hatte, verschwand einfach spurlos und ihre Karriere hat sich im Rauch aufgelöst. Was glaubt ihr? Wurde sie entführt? Wurde sie umgebracht? Was hat Tammy auf der Party gesehen, was ihr einen höllischen Angst eingejagt hat? Ist Tammy wirklich noch am Leben und arbeitet heute als Ärztin? Oder gibt es da noch was, was wir noch nicht wissen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Also ich persönlich kann da auch jetzt nicht genau sagen, welche Theorie ich jetzt glauben soll. Also ich persönlich glaube schon, dass auf der Party etwas mit Kriminalität oder Verbrechen passierte. Ich tippe auf entweder Drogentausch oder Mord. Eins von beiden. Ich kann mich auch natürlich irren, aber ich tippe, das war entweder ein Drogenhandel oder ein sehr, sehr brutaler Mord. Und Tammy war einfach am falschen Zeitpunkt am falschen Ort und sie hat das Ganze mit angesehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, irgendwie glaube ich auch, dass sie auch noch am Leben ist. Ich kann mich auch natürlich irren, vielleicht ist sie leider auch schon tot, was ich auch natürlich nicht hoffe. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass sie immer noch lebt. Und dass sie auch vielleicht auch tatsächlich heute als Ärztin unter einem anderen Namen arbeitet. Aber wie gesagt, wir wissen noch nichts Genaues. Der Fall ist immer noch nicht aufgeklärt und vermutlich wird das auch so bleiben, leider. Aber wie gesagt, ich bin auf eure Meinung gespannt. Und ja, das war jetzt diese Folge von Mythen und Legenden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr wollt. Auch ein Like geben. Und bitte nicht vergessen, auch gerne kommentieren und eure Meinung zu dem Fall schreiben. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Mythen und Legenden. Bis dann.